Wenn du jetzt in den Baum guckst, gerade direkt, der direkt hier geradeaus durchsteht. Ja. Und dann, das Licht, guck mal, da ist verarbeitetes Holz. Das ist gebaut. Ja, du hast recht. Ja, ich würde mal sagen. Du meinst da rechts? Da rechts von der Baumkrone, genau. Da gehen wir jetzt hin. Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Battle Together Minecraft im Twilight Forest mit dem Lovely Potato. Wir laufen jetzt zu unserer Base und holen dabei ganz schön viel Essen mit, was hier so auf der Weide rumsteht. Und dann kämpfen wir auch schon hoffentlich. What the fuck, wo bist du? Junge, ich war doch gerade noch bei dir. Wie kannst du nur so inkompetent sein? Du musst jetzt in meine Richtung laufen. Warte, Dominik. Siehst du mich denn nicht? Ja, warte. Komm mal her, Ich komm doch her. Das hier ist nicht unsere. Scheiße. Also jetzt wirklich nicht. Jetzt ist es unsere. Jetzt haben wir sie abgebaut. Aber das heißt, hier sind irgendwo Gegner! Ja, aber jetzt ist die Frage, stand die schon vorher da, als wir hier hingekommen sind und haben sie nicht gesehen oder ist die erst vor kurzem neu hinzugekommen? Jetzt muss ich verarschen. Ja. Oh Marcel, Alter, mach jetzt so dumme Witze. Ich schwör dir. Also du hast den Base Waypoint, ne? Dann folge ich dir jetzt. Ich weiß nur nicht, welcher das ist. Ich muss mal kurz auf die Map gucken. Wie macht man das nochmal? M und dann noch Waypoints. Ich glaube, das ist Base 9. Base 2, das ist die. Es ist pink bei mir. Das ist einmal in die Richtung. Direkt gerade einmal durch, gegenüber, ne? Genau. Einmal komplett durch das Spawngebiet. Das ist keine gute Idee. Da haben wir gar nicht so viel. Wollen wir nicht lieber hier eine Base machen? Ja, also jetzt ungelogen. Wir haben noch gar nichts in der anderen Base gehabt. Ja, mach mir einfach eine neue. Du hast recht. Machen wir die genau. Hier. Die muss durch Abbauen eines Blocks auffindbar sein und an der Oberfläche sein, Marcel. Wobei, das hier ist ja eigentlich Oberfläche. Wenn man hier steht und den Block da abbaut oder so, ist immer noch an der Oberfläche. Also das machen wir jetzt einfach ganz viel Dirt hin. Okay, und dann sammel du mal das Dirt, ich mach eine Kiste. Ich habe keine Schaufel. Stellst du mal die Workbench auf? Ich erstell dir eine. Warte, ich hab den Schaufel gemacht hier. Erinnere dich an mich. Nein, da liegt eine Schaufel für dich. Das ist von Herbert Krönemeyer. Da liegt doch eine Schaufel für dich. Hast du etwa eine Eisenschaufel gemacht? Ja. Du? Willst du mich verarschen? Dann nehme ich jetzt halt auch die Eisenschaufel, wenn du schon das ganze Eisen verschwendest. Ich baue auf jeden Fall nicht oben die Erde ab, sondern hier unten. Mhm. Damit das nicht so auffallend tut. So, und bitte denk dran, immer sneaken. Die Kiste packe ich hier unten hin. Und das Beste wäre, glaube ich, wenn wir auch den Bereich da hinten einfach mal zumachen, weil durch das Höhlensystem könnte man das eventuell auch finden. Ja, ich werde ein bisschen Cleanstone brennen. Hast du noch Kohle? Kohle. Hab ich genug. Hast du gerade was gebaut? Ja, die Fackel. Sorry, hat sich ganz... Weg. Okay. Das Eisen packe ich einmal komplett weg, da brauchen wir ja während des Kampfes eigentlich nichts. Mhm. Ein Schwert lasse ich noch, eins lasse ich hier. Also was wir so rausgehört haben, irgendwie wird da wohl einer momentan auf einem Baum belagert. Und zwar der neu gespawnt ist von den beiden. Also ich denke, wir sind momentan relativ sicher, wobei es kann natürlich auch sein, dass die dann rumlaufen, sobald die Schutzzeit vorbei ist. Also es kann gut sein, dass sobald die Schutzzeit vorbei ist, gleich jemand stirbt. Ich nehme nochmal, wie viel brauche ich für einen Goldapfel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9? 8, ne? Einmal drumherum, das sind glaube ich 9 oder 8, ich weiß es nicht auswendig. 18, das, ich habe richtig gezählt. Okay. Dann nehme ich nämlich die 8 mit einmal. Also ich habe aber auch noch Gold dabei. Ne? Ich pack das Holz weg, so. Also ich bin bereit. Dann ist der eine Block, den man abbauen muss, um die Base zu finden, einfach dieser da. Und ja, dann machen, kannst du gerade Leitern machen? Ja. Oder ich mach. Nee, ich kann nicht. Nimm das Holz aus der Kiste, alles gut. Oh, da hab ich wieder so viel Müll im Inventar, ich will nicht, mein Freund. Lass scheiße auf die Leitern. Du hast genug Gold dabei, oder? Ich hab jetzt 8 Gold, ja. Ich überleg grad, wie wir hier das alles zubauen können, ohne dass wir so viel Cleanstone brauchen. 3 brauchen wir noch für die Seite und 2 für die Kiste. Einfach so ein bisschen, das sollte schon reichen. Und hier oben müssen wir halt auf jeden Fall jetzt, ne? Also wir brauchen insgesamt 5 Cleanstone noch, dann bin ich zufrieden. Achso, du willst jetzt hier hochgehen durch mit der Leiter. Genau, weil einen Block müssen wir zum Abbauen freilassen. Ja, aber ist doch alles in Ordnung. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das mit der Kiste, also du kannst die Kiste zumachen. Nee, warte, Eisen gebe ich da noch rein. Ich gebe mal ungefähr die Hälfte von meinem Eisen. Ja gut. Und wie gesagt, auf dem Weg brauchen wir jetzt gleich noch ein bisschen was zu essen. Ja, genau. So, Kiste mache ich jetzt zu, ja? Jo, bitte. Nee, Holz. Hast du Holz? Ich habe noch 24 Holz, ja. Also okay, unverarbeitet. Verarbeitet. Okay. Ja, egal, gib mir mal die Hälfte, bitte. Weil wir müssen jetzt hier echt Leitern machen. Und dann so schnell wie möglich raus, weil ungesneakt in der Base ist nicht cool. Ich baue hier schon mal alles so auf, dass ich für den Kampf gleich bereit bin.
Du brauchst 3 oder 4 Stück. Jo, passt. Perfekt. Dann können wir raus. Okay, gut. Ich habe auch 2 Bögen. Ach, warte, kannst du den Verzauberungstisch nochmal aufbauen? Den haben wir in einer anderen Base. Der ist in der Kiste. In der Kiste hier? Oder in der anderen Base? Nee, in der Kiste ist er. So, was ich jetzt gerade mache, ist mal die ganzen Waypoints ausmachen. Ja! Dass wir den spawnen, Bogen weil mit, das Bogen mit Power 1. Okay, nice. Dann kann der weg. Und ich habe nämlich noch genau einen Clean Stone, den ich auch in die Kiste gepackt habe gerade. Okay, zack, perfekt. So. I'm ready, bruh. Okay, ich bin echt. Ich bekomme gerade ein bisschen Herzklopfen, weil ich weiß, dass es jetzt halt echt ernst wird. Ich werde keinen Lava-Eimer ins Inventar nehmen. Obwohl, doch, kann ich. Obwohl, soll ich eine Iron Pickaxe mitnehmen? Soll ich eine Iron Pickaxe ins Inventar nehmen oder nicht? Ja, nimm eine mit. Du weißt nie, wann du das gebrauchen kannst. Also, ich habe eine im Inventar, aber nicht im Schnell. Ja, ich habe die Dia-Spitzhacke jetzt drin. Dann nehme ich eine und du holst danach oder so. Okay. Gut, dann habe ich jetzt alles, was ich brauche. Oh, ich bin gerade echt richtig aufgeregt. Sollen wir jetzt einfach Skype? Komm, wir machen uns eine Skybase. Aber an der Base. An welcher Base? Am Spawn. Am Spawn. Spawn Base. Aber warte, dann brauchen wir einen Sapling, weil wir brauchen Bäume da oben. Nee, komm, ganz ehrlich, lass die einfach irgendwo. Wir machen. Ohne Scheiß, ich hab so Bock auf eine Skybase. Wir machen einfach so ein Let's Play Skyblock. Nochmal 20 Folgen. Alter, Baby-Zombie, fick dich. Den hab ich die ganze Zeit schon gehört, ey. Creeper. Ich hab ein Ding ins. Ich hab einen Sapling und bist so ein Hurensohn. Hast du die deutsche Waffenbox mitgenommen? Nein, natürlich nicht. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil wir dann keine Magazine nachmachen können, wenn wir oben auf der Skybase sind. Aber egal, brauchen wir, glaube ich, eh nicht in Folge. Später, scheiße, wer hätte die Waffenbox mitnehmen sollen? Soll das noch so lange gehen? Oh, wie doof. Ich habe ein Sapling jetzt, ne? Okay, perfekt. Dann sollen wir aber das dafür Skybase kein machen. Baummehl. Egal, reicht doch. Aus der das, schon lol, das Hähnchen da oben auf dem Baum. Und hier liegt ein Ei. Warum liegt hier ein Ei? Weil da oben auf dem Baum, direkt vor dir, ist ein Hähnchen in der Baumkrone. Okay, dann lass doch mal auf diesen Berg da gehen und dort die Skybase bauen, okay? Ob das so nötig ist? Ich weiß halt nur nicht, dass wir, wenn wir uns gerade hochbauen, dass dann plötzlich Gegner kommen und uns runterschießen oder so. Ja, da muss einer immer. Oh, das saure Regen. Da, wir gehen doch auch gerade. Da müssen wir außen rumlaufen. Lass mal rechts rumgehen. Aber lass mal. Was ist denn da? Leute, das sieht so aus, als ob es abgefackelt ist. Okay, dann gehen wir hier mal lang. Geschafft. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das schaffst du! Los, komm! War das Absicht? Nee, eigentlich nicht. Das war gerade ein bisschen gefailed. Oh Gott, war das peinlich. Ich hab ein bisschen zu spät auf die Leertaste gedrückt. Oh Gott, hast du mich erschrocken, Alter. Ich dachte, du wärst ein Zombie. Okay, was machen wir denn jetzt, Marcel? Also ich würde jetzt laufen. Richtung Mitte und gucken. Dass wir den mal richtig gewaltig in den Arsch treten. Ja, aber es werden gleich bestimmt ein paar Sachen über den Weg laufen. Gut, und also gehen wir jetzt echt Richtung Mitte. Ja, und zwar wird uns diese Base hier entgegenkommen. Hier, warte. Geht das schon wieder los? Ey, warte mal. Das Alter, ist das ist verdächtig komisch. Mit dem Dirt-Block. Da oben ist. Ah ne, das ist ja über dem sauren Regen immer. Ich halte ein bisschen Ausschau. Das sieht auf jeden Fall echt komisch aus hier. Echt? Ich komme mal rein. Also, es sieht alles so gebaut aus. So gewollt. Ja, komm, lass hier Skybaum. Okay, aber immer sneaken. Sneak dich beim Hochgehen. Ja, hab ich mein doch. Gott. Aber guck mal, guck mal auf der Minimap, wie riesig dieser Baum ist. Das ist echt verdächtig. echt, das. Oh, Alter, dieses Geräusch. Ja, genieße es, solange du noch kannst. Wieso, weil ich bald tot bin, sagst du? Ja. Okay. Weil bald Gegner kommen und es abknallen. Danke, dass du so, so, wie sagt man, zuversichtlich. Ja, mit dir doch immer. Du bist doch süß. Okay, ich glaube, hier ist echt nichts in dem Baum. Ich glaube, das ist einfach so komisch generiert worden. Weil, wenn ich in der Base wäre, wäre spätestens hier oben irgendwas mit den Blättern los. Ich weiß, aber du wolltest doch eh in den Himmel. Ja, ich weiß halt nur nicht, ob das so eine geniale Idee ist. Ach so, oh, ich hab so einen Bock in den Himmel. Ich bin Skybase. Okay, dann machen wir uns jetzt eine Skybase. Ist okay, mit Cable Generator und allem drum und dran. Ist okay. Oh nee, darauf habe ich keine Lust. Das sind ja nochmal 10 Folgen, die wir verschwenden. Nee, vielleicht finden uns ja dadurch die Gegner und schießen uns ab und wir sind tot. Oder wir. Oh, ich dachte jetzt, hier kommt sauer Regen. Oh, ich hab auch gerade. Ja, von hier oben können wir super Ausschau halten. Wenn wir die Gegner von hier sehen. Alter, da hinten wurde was gebaut. Ah, nee, das ist unser. Ach, das ist da, wo wir zum Lich gegangen sind. Lich. Guck mal geradeaus rüber. In dem anderen Baum. Warte mal, komm mal her zu mir. Süden, ne? Wenn du jetzt in dem Baum guckst, der direkt hier geradeaus durchsteht. Ja. Und dann. Das Licht, guck mal, ne? Da ist verarbeitetes Holz. Das ist gebaut. Ja, du hast recht. Ja, ich würde mal sagen. Du meinst da rechts? Da rechts von der Baumkrone, genau. Da gehen wir jetzt hin. Nee, da bauen wir uns rüber mit Kabel.
Ist das dein Ernst? Erstens, ja. Das reicht nicht an Cobblestone, was wir haben. Und doch, zweitens, hab wenn wir, ja, aber wenn wir einmal getroffen werden und runterfallen, dann sind wir down, Dominik. Aber ich hab drei Stacks. Da, ja, dann drei Stacks. Ich komm nicht mit der Enderperle rüber. Dominik! Nein, das kannst du nicht machen! Jetzt komm! Nee, okay, warte. Aber wenn wir brauchen echt mehr Essen. Ich hab nur noch 4 und dann nochmal 5 und dann ist alle hier mit Essen. Und ich hab ganz viel Knochen. Auf welcher Seite sind die Lianen da? Okay. Ich bin jetzt runtergegangen. Das ist so gefährlich, Alter. Wartest du bitte, bis ich ganz unten bin? Ja, mein Schatz! Danke, Schnucki Butzi, Hasi. So, wo geht's denn hier wieder raus? Hallo! Aber ich hab noch. Das war ja Richtung Süden. Wir müssen Richtung Süden. In die Richtung, ja, Richtung ist das. Ah, nee, bisschen weiter links. Hier. Genau geradeaus. Da ist er doch schon. Marcel, wo läufst du lang? Entschuldigung, ich hab Orient. Aber da ist doch auch ein. Nee, ist es nicht. Ich bin das behindert. Ist... Ja, ach was. Ich bin einfach Besowski. Ich hab mir jetzt echt angewöhnt, oben auf die Map so immer die Richtung. Ne? Du siehst doch auch die Richtung auf der Map. Nein, ich sehe leider keine Richtung. Das ist das, was mich so ein bisschen abfuckt. Hast du die nicht auf rund gestellt? Nee. Ich hab sie eckig. Okay. Großer Fehler. Okay, aber ja. Da wird auf jeden Fall irgendwas gebaut sein. Ja, dann lass da jetzt echt mal hochgehen. Und vorsichtig gucken, nicht, dass sich da einer sneakt. Ich habe schon gehört, dass in irgendeinem, also dass irgendein Team, also auf dem Discord so haben wir ja. Ein bisschen Wasser. Ach nee, doch nicht. Aber das sieht echt komisch aus da oben. Das ist mega seltsam. Vor allem da oben ist so alles zugebaut, ne? Das ist, also kein Baum war bis jetzt so, dass da oben so voll die Plattform ist. Weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Das muss eine Base sein. Vielleicht ist er auch von da oben runtergefallen, aber... Ja, aber geh bitte echt vorsichtig. Halt schon mal die Waffe gezückt, wenn du da reingehst nach oben, okay? Panzerschrank? Okay. Einmal nicht so einmal so oben rausspringen. Erstmal die normale, bitte. Erstmal die normale. Aber ich weiß gar nicht, ob vielleicht ein Schwert auf die kurze Distanz vielleicht nicht sogar schlauer wäre. Aber okay, dann... Letztes Mal habe ich auf die kurze Distanz wirklich nichts getroffen. Okay, dann gehe ich auch mit dem Schwert. Ich habe Knockback, das ist bei sowas, glaube ich, ganz gut zum Runtersch... Ja, Alter. Alter. Aber die ist 100% schon gelootet, oder? Nein, das ist die von Eledrit und dem anderen. Lel. Ich nehme mal die Goldnuggets mit. Das ist die von Gugu und Phil. Alter, die ist nicht gelootet. Protection, Helm, Unbreaking. What the fuck? Bone Meal nehme ich auf jeden Fall mal. Ich nehme auch mal die Slaplings mit. Oh! Alter, jetzt haben wir sogar Melonensamen. Wir könnten uns echt voll die geile Skybase machen. Ich sag's dir, ey. Die haben sogar Cobblestone. Ey, was ist, wenn wir hier drin einfach warten? Ja, natürlich, das war mein Plan gerade. Jetzt müssen Alter. Wir nur unten. Ich hab hier 6 Öfen. Du meinst, ist es die von Kukuseli, von Team Grün oder die von Team Rot? Das ist definitiv von Team Grün, die Base. Okay, pass auf, dann musst du unten, dann musst du jetzt wieder runtergehen und das Holz hinbauen. Das machen. Ja. Dominik, such mal bitte die versteckte Kiste. Die muss hier irgendwo sein. Willst du mich verarschen? Das muss so aussehen, als ob hier nichts war. Das können wir machen, nachdem wir die gekillt haben. Alter, Folgenende. Okay, Leute, wir sehen uns nächste Folge wieder. Wir machen das da unten zu. Ich mach das jetzt und noch zu und dann gehe ich hier auf. Ich habe die versteckte Kiste übrigens gefunden. Wo war die? Aber die machen wir nächste Folge auf. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschüss.